Im heutigen Ausblick geht es um Freiheit und Schulden. Und damit alle herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Wir haben jetzt folgende Situation. Chinesisches Militär ist in Hongkong eingerückt. Ist noch unklar, ob das Routine ist, wie die chinesische Führung behauptet, oder eben doch mehr. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, das Büro des Handelsbeauftragten der USA, das Büro also von Lighthizer, hat gestern klargemacht, die Zölle, die werden kommen ab 1. September, werden also steigen von ursprünglich 10% auf 15%. Jetzt nach den Trump-Tweets, das wird also umgesetzt, was Donald Trump da per Twitter angekündigt hat. Es geht um die restlichen 300 Milliarden Dollar, die hier praktisch jetzt noch bezollt werden. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, es ist nach wie vor unklar, ob die chinesische Delegation im September nach Washington reisen wird, ja oder nein. Und das Vierte ist, um es gleich mal kompakt zu machen, die Amerikaner planen die Ausweitung ihrer Schulden durch die Emission von 50- und 100-jährigen Staatsanleihen. Im Grunde könnten Sie jetzt das Video abschalten, aber tun Sie es nicht, denn wir wollen uns das Ganze jetzt im Einzelnen anschauen. Schauen wir uns erstmal an, was da in Hongkong passiert ist. Da hatte China ja eine Garnison und man sagt, man habe das Personal da ausgetauscht. Da sind hier bewaffnete Panzer bzw. Panzer mit bewaffneten Einheiten hier eingerückt in Hongkong. Das hat die asiatischen Märkte zunächst mal verunsichert, die sich jetzt jedoch erholen können. Gestern hatte Lam, die nicht gewählte Staatschefin, wenn man so will, von Hongkong, gesagt, ja, notfalls werden wir eine Notstandsgesetzgebung einführen müssen, den Emergency State. Und das würde bedeuten, wie Kylie Bass hier herausarbeitet, dass die Regierung in Hongkong praktisch jemand enteignen kann, dass man zum Arbeitsdienst gezwungen werden kann, man kann sogar nach China deportiert werden, etc. etc. Also das wären die möglichen Konsequenzen, wenn dieser Notstand ausgerufen würde. Lam hat sich das ausdrücklich vorbehalten, das bald zu tun, um einfach der Situation Herr zu werden. Die Frage ist, was entsteht jetzt aus dieser Geschichte? Ist das wirklich Routine, wie eben China sagt, oder ist das sozusagen der Anfang einer, naja, Infiltration der chinesischen Führung in Hongkong? Da geht es um Freiheit, da geht es auch für den Westen um Freiheit. Und das hätte eben dann große Auswirkungen auf den Handelskrieg. Wenn diese Situation sich so abzeichnet, wie es sich möglicherweise derzeit darstellt, dann würden die Amerikaner wahrscheinlich scharf reagieren müssen. Und das würde die Geschichte nicht einfacher machen. Schauen wir uns die Dinge in Sachen Handelskriege nochmal an, was Mnuchin hier gesagt hat in Sachen China in einem Interview. Er sagte, ja, die werden schon nach Washington kommen, nämlich die chinesische Delegation. Aber wann, wissen wir nicht so genau. Wir haben weiter Gespräche. Wir planen mehr Gespräche. Aber er hat nicht gesagt, ob sie denn im September denn kommen werden. Also völlig unsicher. Nach wie vor ist unklar, wie werden die Chinesen dann auf diese Anhebung der Zölle reagieren. Da haben sie ja gesagt, da werden sie Gegenmaßnahmen ergreifen. Und bisher war es ja immer so, dass die Chinesen Gegenmaßnahmen ergriffen haben gegen das, was die Amerikaner gemacht haben. Wir haben dann interessante Aussagen natürlich wieder. Und jetzt kommen wir von Freiheit zu Schulden von Donald Trump, der wieder die Fed gestern attackiert hat, hat gesagt, die Fed kommt geistig nicht mit dem, was andere Länder machen. Und da hat er wieder besonders Deutschland rausgehoben. Deutschland wird sogar bezahlt, um Schulden zu machen. Richtig, gestern die Emission einer 10-jährigen deutschen Staatsanleihe mit Negativrendite natürlich. Wir haben gestern wieder ein neues Allzeittief gesehen bei der Rendite für die 10-jährige deutsche Staatsanleihe, glaube ich, bei minus 0,72 und ein paar zerquetschten. Und da ist Donald Trump natürlich ziemlich neidisch. Klar, wenn jemand Schulden macht und dafür noch bezahlt wird, das ist für einen Schuldenkönig natürlich ein ziemlich feuchter Traum. Dementsprechend will er das auch haben und sagt, liebe Fed, da müsst ihr was machen. Daley, ein Fed-Mitglied, hat heute nachgesprochen und gesagt, Wirtschaft steht sehr, sehr gut da. Wir sind da ziemlich optimistisch, also das klang jetzt nicht so nach einem Zinssenkungszyklus. Aber Schulden ist das Thema von Donald Trump. Die Staatsverschuldung geht massiv nach oben und da muss man was tun. Und jetzt kommt Mnuchin daher in diesem Interview und sagt, wir überlegen, 50-jährige und 100-jährige US-Staatsanleihen zu emittieren. Bisher ist die längste Laufzeit 30 Jahre. Die 30-jährige Anleihe hat, ich hatte es mehrfach hergezeigt, neue Allzeittiefs erreicht im Bereich 1,91%. Jedenfalls will man damit eben jetzt praktisch mehr Angebot noch schaffen, längere Laufzeiten schaffen für US-Staatsanleihen, damit sozusagen den ganzen Schuldenkosmos ausweiten
und hofft, von den günstigen Bedingungen zu profitieren, wie Mnuchin sagte. Also da ist sozusagen die Schuldenparty, die Schuldenorgie in vollem Gange und geht weiter. Heute übrigens Zahlen vom BIP, zweites Quartal, letzte Veröffentlichung, dürfte keinen mehr so richtig hinterm Ofen hervorholen. 2,4% war das BIP. Wir schauen uns vielleicht noch in Sachen Handelskrieg eine interessante Statistik an, wie ich finde. Nämlich diese hier. Wer sind eigentlich rein nominal die größten Exporteure? Das ist für den Handelskrieg wichtig. Und dann sehen wir hier China 2,5 Billionen, Nummer 1. Dann kommen die USA 1,7 Billionen. Dann kommt schon Deutschland 1,6 Billionen. Also Deutschland fast auf Augenhöhe mit den USA, obwohl es eine viel kleinere Wirtschaft hat. Und dann kommt Japan mit 738 Milliarden, also nicht mal die Hälfte dessen, was Deutschland an Export hat. Da sieht man schon, dass Deutschland eben diese Exportlastigkeit hat, die uns natürlich anfällig macht, wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo Handelskrieg, wo Beschränkungen des Handels insgesamt der Fall sind. Das trifft dann eben Deutschland am stärksten, natürlich auch China, aber China ist eben eine viel größere Wirtschaft. Dementsprechend sehen wir hier, ist das prozentual eben deutlich geringer. Wir haben zum Beispiel im Vergleich zu Frankreich, die haben 582 Milliarden, sind also praktisch nur ein Drittel dessen, was wir exportieren. Schauen wir uns die Charts an von Capital.com. Sie haben es bereits geahnt. Da sehen wir den S&P 500, der sich gestern erholt hat, obwohl, und gerade als die Meldung kam, USTR, also das Handelsbüro von Lighthizer, bestätigt, am Freitag wird eine Liste veröffentlicht, welche Zölle davon betroffen sind, dann ab 1. September, oder welche Waren genauer gesagt. Dann ging es wieder nach oben bei den Aktienmärkten in den USA. Das ist schon ein bisschen schräg. Markus Koch sagt, naja, schaut her, wenn die Nachrichten so negativ sind wie derzeit und die Märkte fallen nicht, dann werden die Märkte steigen vielleicht. Aber vielleicht ist es eben auch so, dass Ignoranz irgendwann sich rächt. Könnte ja auch sein. Jedenfalls sehen wir hier nach wie vor robuste die US-Märkte. Wie gesagt, wir hatten zwischenzeitlich im asiatischen Handel leichte Rücksetzer. Der DAX wird aktuell auf 11.680 taxiert. Wir sehen den Euro bei 1.1082, sehen Gold bei 1541, sehen Crude Oil bei $55,44, nachdem die Lagerbestände gestern ja um 10 Millionen Barrels gefallen waren. Also, das ist die Lage. Eigentlich ist die fundamentale Ausgangslage katastrophal. Die Märkte fallen trotzdem nicht, stellt sich die Frage, weil sie antizipieren, dass da was Positives kommt, möglich, oder weil sie ignorieren, was da an Negativen ist, weil sie eben glauben, wird sich schon irgendwie lösen. Es wäre nicht das erste Mal, wenn ein solcher naiver Glaube sich auflösen würde. Nach wie vor wettet die Wall Street gegen die Anleihemärkte. Das hatte ich gestern im Marktgeflüster thematisiert. Jetzt wettet man natürlich auch, dass EZB und Fed all in gehen werden und Großartiges liefern werden. Vielleicht wird es erst dann bei diesen Notenbankentscheidungen zu wirklichen Bewegungen aus dieser Handelsrange kommen, die wir etwa im S&P 500 oder an den US-Märkten insgesamt sehen. Da ist eine Seitwärtsbewegung eigentlich am Start, die sich früher oder später aber auflösen muss. Da baut sich Druck auf in die eine oder andere Richtung. Ich wünsche das Allerbeste Ihnen, meine Damen und Herren, und sage Servus und Tschüss.